Hallo und willkommen zum BM-Podcast mit Interviews und Projektmanagementwissen von Standardisierung bis Anwendung. Im Internet zu finden unter www.pm-podcast.de. Ich bin Andreas Heilwagen, Berater, Projektmanager und Fachautor. In der letzten Ausgabe des PM-Podcasts ging es bereits um ein innovatives Veranstaltungsformat, und zwar die Unkonferenz von OSE. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter mit einem neuartigen Format, was rein im Web stattfindet, was es so noch nicht gegeben hat. Es wird veranstaltet von der Pionierbasis. Der Geschäftsführer der Pionierbasis ist Patrick Fritz. Ihn kennen wir schon bereits über das Blog Yahuda. Und er ist Lehrbeauftragter an der FH Vorarlberg für Projekt- und Prozessmanagement. Hallo Patrick. Hallo Andreas, grüß dich. Wie kam es eigentlich zu deinem neuen Projekt der Pionierbasis? Ja, wie du einleitend erwähnt hast, habe ich lange Jahre über Yahuda gebloggt zu den Themen Projekt- und Prozessmanagement. Das war bei uns an der FH Vorarlberg ein langjähriges, von der EU gefördertes Projekt, dieses in diesem Jahr 2011 ausläuft. Und da war es für uns an der Zeit, weiterzudenken, wie soll es in Zukunft aussehen. Und deshalb habe ich mich hier mit meinem Kollegen entschieden, das Ganze im Rahmen eines Spin-offs weiterzuführen, auf neue Füße zu stellen und weiter auszubauen. Die Pionierbasis hat ja jetzt unter anderem eine Scrum-Konferenz, die abgehalten wird. Was wird noch in der Pionierbasis gemacht werden, neben dieser neuen Konferenz? Die Pionierbasis hat zum Ziel, den überbetrieblichen Austausch bei uns in der Region und darüber hinaus zu entwickeln und auszubauen. Jetzt hört sich das natürlich irgendwo sehr spröde an, überbetrieblicher Austausch. Voll wahr. Was wir damit meinen und verstehen, ist Folgendes. Ich erlebe das häufig in der Praxis so, dass sehr viele Unternehmen für sich alleine arbeiten, dass sie die Mauern auf beiden Seiten hochziehen und weder links noch rechts wissen, was machen eigentlich andere Unternehmen, die sehr häufig vor den gleichen Problemen stehen. Und in diesem Zusammenhang haben wir eine Lern- und Arbeitsform entwickelt, die nennt sich Arbeitskreis. Und in diesen Arbeitskreisen kommen bis zu 8 Unternehmen aus der Region zusammen. Das sind Unternehmen aus Deutschland, bei uns aus Österreich, aber auch aus der Schweiz. Und die tauschen sich zu ihren Anliegen konkret aus. Das ist ein Angebot, das hauptsächlich für Führungskräfte gedacht ist, wo man da die Möglichkeit hat, in den Bereichen Produkt- und Softwareentwicklung, aber neuerdings auch in der Logistik, Einkauf, Produktion, sich hier zu den Themen mit Kollegen auszutauschen, die in der gleichen Situation sind, die gleiche Problematik am Tisch haben. Und ich glaube, so das Erste, was jetzt zum Launch passiert, ist diese Scrum-Konferenz. Ich klicke die jetzt mal an. Die ist ein ganz neues Format, hast du mir erläutert. Wie seid ihr auf den Gedanken gekommen und wie wird das Ganze ablaufen? Es kam eigentlich aus dem Gedanken der Arbeitskreise heraus. Wie gesagt, sind da nur 8 Unternehmen dabei. Das ist natürlich eine sehr hochpreisige, exklusive Dienstleistung für Unternehmen und deren Führungskreise. Und da kam bei uns so langsam der Gedanke, es gibt so viele Themen, so viele wichtige Themen, wo sich der Austausch lohnen würde. Wie bringen wir das Ganze in die Breite? Wie können wir ein Angebot gestalten, das für viele interessant ist? Und zum anderen, wo nicht mehr so stark bei uns an die Region gebunden ist, wo es vielleicht 50 oder 100 Kilometer sind, sondern wo wir wirklich im ganzen deutschsprachigen Raum aktiv werden können. Das war mal das eine hinsichtlich Formatüberlegungen. Zum anderen hat sich in diesen Arbeitskreisen gerade mit Bezug der Softwareentwicklung sehr stark herausgestellt, dass die Methode oder das Framework Scrum in sehr vielen Entwicklungsabteilungen eingeführt wird, bereits umgesetzt ist und dass es da in diesem Zusammenhang einfach wirklich den Bedarf gibt, sich zu den unterschiedlichsten Themenbereichen innerhalb von Scrum auszutauschen, weiterzulernen, Erfahrungen mitzubekommen, die andere gemacht haben. Ja, und dann war auf der einen Seite das Thema, auf der anderen Seite die Überlegungen hinsichtlich Format. Und da hat sich das eine das andere gegeben und wir wollten da den Schritt wagen, erstmalig im deutschsprachigen Raum eine rein virtuelle Konferenz auf die Füße zu stellen. Du sagst jetzt erstmalig im deutschen Raum. Man hört ja immer wieder von Webkonferenzen. Inwieweit setzt sich das neue Format, was ihr gewählt habt, von dem bisherigen ab? Da kommt natürlich der Punkt zum Tragen, den wir aus unserer Arbeit in den Arbeitskreisen gelernt haben. Da werden ja sehr häufig Angebote gemacht, die wenig mit der Praxis zu tun haben. Und wenn sie mit der Praxis zu tun haben,
irgendwo losgelöst stattfinden. Bei uns ist es wirklich so, dass ich im Vorhinein eine Expertenbefragung durchgeführt habe, mir die ganzen Themen angesehen habe, wo sind wirklich in der Praxis Probleme, was Scrum betrifft, und habe dann dazu die führenden Experten in diesen Bereichen interviewt, bin da auf den Weg gegangen und habe mir probiert, direkt für die Probleme aus der Praxis Experten an den Tisch zu holen, um diese konkret zu bearbeiten. Und ein zweiter, und das ist wahrscheinlich das wichtigste Merkmal, dass diese Konferenz differenziert von Angeboten in Amerika und so weiter. Mir ist es ein Anliegen, dass sich die Unternehmen untereinander austauschen können. Und deshalb haben wir da eine komplett eigenständige Plattform entwickelt, wo es nicht nur darum geht, passiv diese Inhalte zu konsumieren, die die Referenten da beibringen, sondern die auch gezielt die Möglichkeit haben, sich mit den Kollegen, die an dieser virtuellen Konferenz teilnehmen, auszutauschen. Und nicht nur über E-Mail, sondern wirklich an einem zentralen Ort, wo das Ganze funktionieren kann. Das heißt, im Prinzip hast du jetzt Social Networking zusammengebracht mit einer Konferenz, Genau. zusammengebracht mit Videoplattformen wie YouTube, Vimeo etc. Genau, das war das Ziel, da diese neuen Entwicklungen, die ja wirklich sehr fundamental und schlaghaltig in der Gesellschaft da vonstatten gehen, da wirklich das Beste herauszunehmen und sich zu überlegen, wie können wir so diese ganzen Komponenten zusammenbringen in ein Format, das wirklich funktioniert. Und da bin ich natürlich auch bis zu einem gewissen Grad stolz drauf, dass wir sowas in die Wege geleitet haben. Auf der anderen Seite natürlich auch ein unheimliches Risiko, sowas mal zu probieren, zu schauen, ob es funktioniert und wie es bei den Leuten ankommt. Genau, das ist jetzt quasi der Lackmustest, ob diese Kombination von Medien funktioniert, wie die Leute drauf anspringen. Und ich glaube, es hat auch ganz viel damit zu tun, wie die Moderation läuft, wie die Leute auch immer wieder eingebunden werden. Weil wenn ich das bisher richtig gesehen habe, muss man viel Eigenengagement mitbringen und sagen, ja, ich will das, ich gehe da jetzt online, ich beteilige mich. Und das werden wir, glaube ich, alles gleich noch sehen, weil wir werden gemeinsam einmal auf diese Plattform gehen und uns ansehen, wie es da aussieht. Genau. Ich würde gerne noch mal auf die Redner eingehen. Ich scroll jetzt mal ein wenig runter. So, die ersten Leute, die ich sehe, sind Boris Gloger, ist ja sehr bekannt, Roman Pichler auch, Jutta Eckstein, Stefan Hagen ist ein alter Bekannter. Kannst du uns ein bisschen was zu den Referenten sagen, wieso du sie ausgewählt hast und welche Schwerpunkte inhaltlich gesetzt werden? Also zum einen war natürlich diese Expertenbefragung ausschlaggebend, die bei 10 Unternehmen stattgefunden hat, von mittlerer bis konzentriert auf KMUs, aber auch bei größeren Unternehmen, wo wirklich auf der einen Seite die Anforderungen der Unternehmen im Fokus standen. Basierend darauf habe ich mich natürlich in meinem Netzwerk schlau gemacht, welche Referenten könnten da natürlich Aussage dazu treffen und könnten da weiterhelfen. Da gibt es auf der einen Seite, wie du erwähnt hast, die bekannten Größen. Auf der anderen Seite sind es auch vielleicht weniger bekannte Referenten, die da wirklich zu Spezialthemen wirklich was voranbringen. Beispielsweise der Stefan Roock, schon guter Kollege vom Roman Pichler, der sich da sehr stark spezialisiert hat im Bereich Architektur und Scrum, der da sehr viel beitragen kann. Ziel war es, wie gesagt, immer wieder die neuesten Ideen und Praxiserfahrungen da auf den Punkt zu bringen und den Unternehmen wirklich weiterzuhelfen. Also ich möchte eigentlich gar nicht irgendwen einzeln herausheben. Es sind durch die Bank, und das kann ich wirklich versichern, nachdem ich in dem Bereich doch schon länger unterwegs bin, hochkarätige Beiträge mit wirklich teilweise sehr klugen, interessanten und neuartigen Ideen, wie man das Thema in Unternehmenspraxis weiter voranbringen kann. Wollen wir uns das WorkNet mal ansehen? Ja, sehr gerne. Wie komme ich eigentlich an mein Login? Das wird so sein, dass jeder, der sich bei mir anmeldet, der bekommt eine Woche, bevor die Konferenz startet, seinen persönlichen Benutzer- und Kennwort, kann sich da mit der Plattform schon mal einigermaßen vertraut machen und hat so die Möglichkeit, sich leicht anzumelden und seine Kontaktinformationen zu hinterlegen. Super. Und dann sieht man rechts oben, wenn der Browser entsprechend groß aufgezogen ist, eine Liste mit My Network. Das sind all die Teilnehmer, die teilnehmen, mit kleinen Bildern, sofern man sein Profil entsprechend gepflegt hat. Und dahinter ist ein grauer oder grüner Punkt. Man sieht also am grünen Punkt auch gleich, wer online ist. Genau. Des Also das sind jetzt Weiteren. mal die ersten Teilnehmer, sprich, das sind hauptsächlich die Referenten, die da mit dabei sind. Und es wird auch die Möglichkeit geben, und das ist mir nochmal wichtig, dass wenn diese Beiträge laufen, dass jeder die Möglichkeit hat, Fragen zu stellen und jeder Referent zugesichert hat, da auch nochmal drüber zu gehen, um weiteren Input zu bringen, Fragen zu beantworten und gemeinsam zu diskutieren.
Super. Ich gehe jetzt mal in die linke Spalte. Dort sieht man jeweils kleine dreieckige Pfeile aus den Beiträgen herausspringen. Oben ist zum Beispiel ein Beitrag, da steht WorkNet, darunter Scrum-Konferenz zweimal. Das sind, denke ich, jeweils die Gruppen, in denen die Beiträge verfasst wurden. Genau. Und es gibt auch eine Tagging-Lösung, das finde ich besonders spannend. Zum Beispiel beim zweiten Beitrag von dir gibt es die Tags Scrum, Einführung, Boris Gloger, Vortrag. Ich klicke jetzt zum Beispiel mal auf Boris Gloger und dann lädt er mir einen Beitrag zu diesem Thema. Rechts oben kann man Read More anklicken. Ich lasse mich überraschen, das habe ich nämlich noch nicht ausprobiert. Super, dann bekomme ich den Beitrag mit dem Video, mit den ganzen Tags wieder. Genau. Jetzt springe ich rüber in eine Ansicht, wo wir nur noch die mittlere Spalte sehen und uns den einzelnen Beiträgen widmen. Oben steht ein schönes leeres Feld, What's on your mind, mit additional tags. Ich glaube, da kann ich jetzt was reinschreiben. Genau. Hallo, Patrick. Also die obere Box gibt einem die Möglichkeit, eigene Beiträge zu fassen, sei es in Textform, aber auch für die kleinen Icons darunter zeigen, kann man auch Bilder anhängen, Links einfügen oder Videos, je nachdem, wie man das gerne hätte. Aha, jetzt bin ich gerade dabei zu taggen und stelle fest, man bekommt sofort Vorschläge. Genau. Interessant, WorkNet gibt es einmal groß und einmal klein geschrieben, dann habe ich einen Tag. So, mal schauen, wenn ich Files anklicke, könnte ich jetzt eine Datei auswählen, das lasse ich mal bleiben. Ah, da gibt es Links, da kann ich natürlich gleich meinen Blog eintragen. So, Add. So, wenn man jetzt seine Links, seine Videos, seine Dokumente angehängt hat, muss man das Ganze an jemanden schicken. Das ist dieses unauffällige weiße Feld unten. Da kann ich zum Beispiel jetzt Patrick eingeben und sofort erscheinen die möglichen Empfänger. Aber vielleicht will ich in der Konferenz ja nicht alle Leute erreichen. Ich tippe mal Scrum ein. Und bekomme gleich All at Scrum-Konferenz. Wunderbar, das wähle ich dann. Return. Ich kann auch mehrere Empfänger eintragen. Dann sende ich das mal ab. Und sofort sieht man den neuen Beitrag mit den Links und einigen zusätzlichen Optionen. Schauen wir mal weiter. Es gibt darunter auch einen Videobeitrag. Vorab möchte ich euch eine Videoaufzeichnung von Boris Gloger zur Verfügung stellen. Da sieht man auch ein kleines Abspiel-Icon. Wenn ich das anklicke, wird das Video eingeblendet und dann kann ich es auch abspielen. Ja, da ist der Boris. Sehr hohe Videoqualität. Ich schenke es mir jetzt auf Vollbild zu schalten, weil dann der ganze Podcast etwas irritierend aussieht. Man kann auch entsprechend, wenn der Beitrag geladen ist, hin und her springen und sich das wie in jedem eingebetteten Video weiter ansehen. Genau. Hat auch die Möglichkeit, das Ganze zu kommentieren, während der Beitrag läuft. Anzugeben, ob man es als für wichtig hält oder ob man das Ganze im Beitrag macht. Genau, ich klicke jetzt mal auf I like this. Dann gibt es links in der Zeile einen Daumen hoch. Wenn ich es nicht mehr mag, gibt es keinen Daumen runter, sondern einfach gar nichts. Genau. Und etwas anderes, wenn man die Sachen bewerten will und sagt, es ist wichtig oder nicht, klickt man auf This is important. Und in dem Moment taucht dann rechts oben eine Lampe auf mit dem Zähler, wie viele Leute das wichtig finden. Und da kann ich auch wieder sagen, finde ich nicht mehr wichtig. Und dann verschwindet es auch wieder. Wann wird die Scrum-Konferenz stattfinden? Die Scrum-Konferenz wird am Montag, den 31. Januar 2011 starten. Das heißt schon relativ bald, in knapp 3 Wochen, 2,5 Wochen. Und es wird täglich ab 9 Uhr ein neues Video online gestellt. Und die Referenten werden im Anschluss an die Videos sich Zeit nehmen, um die Fragen zu beantworten. Zum Abschluss haben wir ja noch ein paar Goodies. 3 Freitickets. Finde ich super. Genau. Erzähl mir mehr, wie machen wir das? Gerne. Also wir haben uns ja gemeinsam überlegt, würde das gerne zur Verfügung stellen, dass ich 3 Freitickets verlose im Rahmen deines Beitrages. Und vom Ablauf her würden wir das gerne so gestalten, dass die Leute unter dem Kennwort Scrum-Konferenz mir ein Mail schicken können an info@pionierbasis.com und dass ich am 24.01., eine Woche vor Beginn der Konferenz, 3 Freitickets darunter verlosen werde und die Leute anschließend schriftlich verständigen werde über den Erhalt der Tickets und den Gewinn des Spiels. Super. Das Ganze gibt es nochmal im Blogbeitrag zum Nachlesen. Dort gibt es dann noch weiterführende Links und Materialien.
Jetzt bin ich schon sehr gespannt, weil das Ganze wirklich äußerst innovativ ist und Dinge zusammenbringt, wie sie bisher noch nicht zusammengebracht wurden. Halte ich für sehr wertvoll. Bedanke mich ganz herzlich für dieses Interview. Und ja, kann nicht sagen, dass ich mich freue, dich dann auf der Scrum-Konferenz zu sehen, aber ich freue mich schon auf die Interaktion mit dir. Sehr schön. Vielen Dank, Andreas, für das Gespräch und ich freue mich auf deine Teilnahme an der Konferenz. Bis Bis bald. dann. Das war der PM Podcast. Alle Folgen finden Sie im Internet unter www.pm-podcast.de. Über iTunes können Sie den Podcast abonnieren und automatisch jede neue Folge auf Ihren MP3-Player oder Ihr Smartphone kopieren. Und was machen Sie bis zur nächsten Episode? Lesen Sie meinen Blog unter blog.pjmb.de, der Heimat des PM Podcasts. Vielen Dank und auf Wiedersehen.